Ich filme ja hier schon. Ja, ich habe schon die Herfahrt gefilmt, quasi für die ganzen schönen Outtakes. Wir sind auf Sendung, Manfred, und wir beginnen hier eine neue Serie, nämlich die Stiftung Audi-Test. Wir haben sogar einen schicken Namen, Stiftung Orgeltest. Es hat sich schon herumgesprochen. Das sind hier alles Fans und Groupies. Hallo, Herr Deibert. Vom Wochenmarkt, der Kollege Deibert kommt vom Wochenmarkt. Hier werden Dienstleistungen angeliefert. Ja, jedenfalls fahren wir nach Gingen zur Firma Link. Alles andere im Auto. In Gingen können wir dann nachher nochmal Grundsätzliches vielleicht vermelden, weil die Firma Link lustigerweise in Sichtweite der Stadtkirche nur einen Steinwurf davon entfernt aufgebaut wurde im Jahr 1851 von den Gebrüdern Paul und Johannes Link, Zwillingsbrüder, die dort ihr erstes Instrument bauten als freie Unternehmer. Brumm. Gestern gesehen für die Outtakes. Für den Schluss ist natürlich eine ganz starke Leistung in der Pauluskirche. Ja, er kam dann halt plötzlich. Nee, wir auch, weißt du. Und dann hochlaufen und ich sage dann, ja, diese Orgel sieht gegen uns richtig jung aus, ist erst 26. Und dann packe ich so 20. Dann fühlt man wieder runter, den ganzen Käse nochmal auf entfernen. Und der Dings taucht ja auch wieder auf, gell? Der Haller taucht dann auf einmal auf und macht die Orgel auch älter als ich. Ja, das Dumme ist. Das hast du nicht, oder? Ich hab's nicht, weil ich dachte, er kommt zwar dazu, aber wir bauen ihn nicht mehr ein. Also haben für ihn auch keine Einleitung. Geht's. Aber immerhin, das kann man schon mal verbraten, das ist lustig. Geht schon los, oder? Ja. Guten Morgen auf der nächsten Etappe unserer Orgelsafari, heute in Heidenheim, und zwar in der Pauluskirche. Das auffälligste an der Pauluskirchenorgel wird sein, wir haben bisher nur Orgel kennengelernt, die wesentlich älter waren als zum Beispiel ihre Besucher, als wir. Heute schaffen wir es tatsächlich, eine Orgel zu besuchen, gegen die wir richtig alt aussehen. Denn die Pauluskirchenorgel, so wie sie klingt, gibt es erst seit 26 Jahren hier in Heidenheim. 1992 wurde diese Orgel, die wir jetzt erleben werden, so hier zum ersten Mal gespielt. So, jetzt sind wir hier an der Orgel, die Frau Packelt. So, Herr Kubiak, hallo, Herr Penck. So, darf ich Ihnen erstmal. Herzlich willkommen. Ich sagte gerade unten, das ist die erste Orgel auf unseren Fahrten, gegen die wir zwei richtig alt aussehen, weil die ist erst 26 Jahre alt, so wie sie ja klingt. Sie ist jetzt 20 Jahre alt. Ah, 20. Sie wurde 21. 21. An Pfingsten wird sie 21. Okay, dann müssen wir jetzt gleich nochmal runter, haben wir den ganzen Käse erzählt. Warum bin ich auf 92? So, jetzt verlassen wir die Pauluskirche und jetzt ist auch unser Obertester, der Herr Haller, zu uns gestoßen. Und weil er jetzt die ganze Zeit nichts sagen konnte, weil er weg war, hat er jetzt die Ehre,
uns zu verabschieden mit einem oder zwei Sätzen. Ja, hier waren wir jetzt in der Pauluskirche in Heidenheim. Die Pauluskirche ist ja ein unglaublich wertvolles Kirchengebäude, das noch fast original erhalten ist, gebaut nach dem Eisenacher Regulativ. Und das einzig Moderne in der Orgel, in der Kirche, ist eigentlich die Orgel, die hier vor 23 Jahren reinkam. 21. Cut. Das wäre jetzt, hätten wir das von Anfang an doch. Wir sind nämlich vorher beim Anmoderieren, mussten wir wieder runter, weil ich nämlich 25 gesagt habe. Wir lassen es jetzt einfach so. Wir haben jetzt jeder, ich sag 19 Jahre. Was wollte ich denn sagen? Ja, dieses, der Link zum Video, der existiert nicht mehr. Also bei YouTube. Hat Arte also denjenigen rausgeklagt aus nicht YouTube. Mehr drin. Das ist doof. Naja, gut. Und schon zu spät. Wir sind schon auf dem Weg. Weil das Ding läuft immer noch. Nach Gingen, das läuft immer noch. Wir moderieren ja weiter. Hero 3 Plus. Hero 3 Plus. Wir können sie auch Hero bezeichnen. Hero klingt auch gar nicht so schlecht. Herero. Ja. Der Herero-Aufstand. Der Hero 3 Plus Aufstand. Herero, hat man sich endlich zu dem bekannt? Nee, hat man nicht. Boah, guck mal hier, vorhin fahre ich und dann kommt so ein Mensch mit einer Schubkarre auf der zweispurigen. Was? Ja, und weißt du, links von mir so ein getunter Ford Fiesta. Und da der Typ, gib ihm. Das erinnert mich an Zypern 1987, ich glaube. Oder 88. Linksverkehr. Heute nicht, in einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Auto war. Und zum ersten Mal am Steuer, Linksverkehr, zum ersten Mal am Steuer dieses Autos, dann sind wir aus der Stadt raus auf die Autobahn und das erste Vehikel, das uns auf der Autobahn begegnete, war ein Typ mit dem Schubkarren. Auf der Autobahn. Sehr gut. Und das nächste war dann, das war auch scharf, ein Melonenlaster. Das war so ein Laster. Und der war einen riesigen Berg von Wassermelonen geladen, gar nicht mehr über die Autobahn gerückt. Da ein Schlenker und du hättest 100.000 Wassermelonen auf der Autobahn liegen gehabt. Haben wir auch schnell geschaut, dass wir den überholen. Parkschein lösen. Ach so, es ist hier nicht anders wie in Manhattan. Den könnt ihr ja absetzen. Frisch, flott, freundlich, sagt der Werbeaufschrift. Hier in Gerstedt, muss man ja sagen, auf der Schwäbischen Alb, steppt der Bär. Kaum eine andere Gemeinde im Landkreis setzt so vieles an Werbemaßnahmen um. Und hier gibt es sogar eine eigens angelegte Fahrschule. Für Energie und Umwelt. Und Stapler. Da sehen wir den Alpflamingo, der an der Wand am Schilf lang wartet und die japanische Kirschblüte ist auch schon voll im Gang. Ja, hier Gerstetten ist super. Und das ist die Böhmenstraße. Internationaler geht's nicht. Das ist ein Erlebnis-Schwimmbad für Gäste aus nah und fern. Und für die Böhmen. Nicht vergessen. Man vergisst zu leicht die Böhmen. Hackschnitzel, Hofer fährt Hackschnitzel, einen riesigen Sattelzug wird hier das Alphackschnitzel in alle Welt ausgefahren. Du könntest hier nahtlos anmoderieren. Da ist Thomas Haller. Ah. Schon in die Umwelt fahr Bus. Alter Spruch aus den 80ern.
atomaren Zeit. Na, irgendwie. Ja, die 80er, wo man immerhin noch die Joghurtbecher gespült hat. Heute wirft man die einfach auf die Straße. Ja, alles nur wegen der Kreuzputzerte, dass die Ehrenamtlichen sich da dran irgendwie ein bisschen aufgeilen können, wie viele Tonnen Müll sie eingesammelt haben. Die brauchen ja auch was zum Tun für ihr schlechtes Gewissen. Und die Politiker lassen sich dabei fotografieren. Ja, das ist denn willkommen denen. Die hat aber Base geguckt. Ich glaube, das München. Ist die hat sie auch verfahren. Ein Black Jacket. Die hat sie verfahren. Thomas, hallo. Was bringst du mit? Werkzeug. Was man halt so braucht. I'm late, sorry. Sind wir falsch? Nee, der Name stimmt. Hat er sein Ding irgendwo anders? Müssen wir nochmal im Internet nachgucken. Also gut, wir unterbrechen die Sendung. Das geht doch nicht, ja? Aber auch mal gut zu hören, was nicht geht. Ja. Also wenn man es hier, sozusagen, wenn man so ein Bachstück jetzt hier probiert, ja, also einmal im Jahr spielt die Hotshot Blues Band im Sonntberger Michel, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, jetzt erst besser oder nächstes Wochenende. Sag doch nochmal. Hotshot Band. Ja, sag es doch. Hotshot Blues Band. Also Michel. Das jährliche Konzert. Hallo, Frau Heck. Hi. Hallo, Bank Arthur. Jutta, hallo. Hallo, Thomas. Ich gucke gerade noch mal schön nach dem Genesi deiner Orgel da. So, wir machen jetzt, wenn wir hier ums Eck vom Auto rumkommen, machen wir welche auch. Ja. Nur für uns. Weil es ja auch per Film läuft, machen wir jetzt dann unsere Anmoderation, wie es so schön heißt. Genau. Und mit diesem Jargon gar nicht so. Filmstar bin ich auch erst seit ganz kurze Zeit. Früher habe ich nur geschrieben. Arthur, du sagst, wenn es losgeht. Wir sind immer auf Sendung. So, also, wir befinden uns jetzt unmittelbar vor der Michaelskirche in Schneidheim. Die Frau Reik als Hausherrin und wie soll man sagen? Sag mal Kantorin. Oder, ja, ne, ich habe jetzt noch was anderes nochmal gesucht. Also, so. Wir sind jetzt auf unserer Orgel-Safari inzwischen an der Michaelskirche in Schneidheim angelangt. In unserer Begleitung schon die Frau Rauch. Nee, entschuldigen. Schon die Frau Rauch, schon die Frau Rauch, schon die Frau Rauch. Nee. Ist die Fahrgeschlagen worden oder ist die Trinkhammer als die abgeworfen? Nein, dann wurde so ein Absatz hingehängt. Das macht so ein bisschen bing, bing, bing. Und dann hat das ein bisschen ab und dann angeschlagen. Ah, hat man aus einer alten Kanone Rohr gemacht. Aber sieht man ganz aus wie so Blindgänger. Ja, ja. Leg mal nicht so nah. Nicht, dass die Heidenheimer Zeitung noch einen neuen Redakteur braucht. Ja.
Kriegsglocke. Und wenn das ein Weihekreuz ist, dann muss es in der Kirche muss es 12 Stück haben. Das sind die alte Weihekreuze, wo man da. Und da muss es in der Kirche 12 Stück haben. Dann kannst du es mal auf die Suche machen und gucken, wo die her hast. Das ist eine alte Pauluskirche, ja. Alte Link, alte Pauluskirche. Ja. Genau. Und hier sieht man, was der gute Bornefeld gemacht hat. Der hat um diesen runden Ausschnitt, der romantisch klingt, um den Grat hinzukriegen, hat er einfach den Aufschnitt Grat gemacht, indem er da ein bewegliches Holzstück draufgelegt hat. Für ihn war wichtig, dass der Aufschnitt Grat ist. Weil, wenn der Bogen förmig ist, wie der ursprünglich war, dann ist das romantisch und dann ist es schon reifend. Der Bogen förmige ist drunter, oder? Der ist drunter, ja. Da muss ich mal daheim bei meinen gucken. Ja. Genau, und das war praktisch Programm. Die waren so ideologisch verbohrt, die Burschen, dass die sich gesagt haben, nach Pfeifel ist praktisch verdorben, wenn der Aufschnitt bogenförmig ist. Aber das ist giftig. Und, ja echt, die können hier was mitnehmen, was sie wollen. Das wird verschrottet. Echt? Das kann ich nicht mitnehmen. Ja, natürlich. Echt? Und nicht gerade eine Verbeute. Und das ist Gemeindehausraum? Nee. Das ist auch faul. Und wenn ich das Gemeindehaus? Ja, das. Die müssen wir versteigern für einen guten Zweck. Sie dürfen sie nicht wegschmeißen. Ja, haben wir auch schon gemacht. Ja? Aber das geht nicht mehr. Ich habe schon so viele Orgelpfeifen-Basare gemacht. Ach so, echt? Ja, das ist schon abgenommen. Diese hier, das ist so zink. Halt, die geben natürlich zum Orgelbauer oder so liegen. Halt. Der weiß ja, wenn man die wohl zeigen, das zum Herrn. Gibt es zum Herrn Wörle nach Sürgisch oder. Passt du die an nach Klang? Nee, ich nehme für jeden. Ich nehme für meine Charlotte damit und für meine Heidi. Für den Bornefeld war sowas der Deutsche Pfeif. Die hat hier oben ein kleines Fenster dran. Das ist eine romantische Expression. Und man hat hier die Kernspalte. Mit ganz groben Kern, mit dieser Riffelung, ja. diesen Kernstiche, die jetzt hier sogar wahrscheinlich maschinell reingemacht sind. Und sowas war für den ganz furchtbar. Ja? Und da hat er natürlich als allererstes die Expressionen entfernt und diesen Kern rausgemacht und den glatt gemacht. Weil das war für ihn Ideologie. Ja? Die Pfeife hat das auch schon Jahrzehnte nicht mehr geklungen. Hier ist dann die Balustrade von dem Rückpositiv der Vorgängerorgel. Also der. Wie kommt man denn da hin? Hier. Ah! Das ist ganz fein gedrechselte Füße. Da war ein blindes Rückpositiv. Und das war eine ganz schöne. Das ist doch toll gemacht hier. Ja, das wird auch weggeschmissen, oder was? Weiß ich nicht, wenn Mama nicht aufpasst. Weil da freut sich jeder restaurierende Schreiner, da kann das ja. Das ist echt schön. Ne? Das ist toll. Das ist so voll schön, ganz, ganz fein. Das war doch ein blindes Rückpositiv. Nee, das ist nicht das. Das ist nicht davon die Bahn. Nein, das ist die Chorschranke, die. Das ist nicht an der Orgel gewesen. Nee. Okay. Da gibt es ein Bild von der Michaelsorgel. Also bevor er das wegschmeißt, dann bastle ich mir nämlich aus den gedrehten Dingern da mein Cembalo-Unterbau. Wie viel braucht man da? 7 oder so.
Die sind hier das ganz gut. Marder. Aber das darf, sowas darf man, sowas das darf. Pfeife. Ja, wahrscheinlich, die sind jetzt alle. Das ist ein Marderschutz, das hier pfeift. Das kann sein, ja. Wir bleiben hier. Ob sie noch ausreichend sind, aber in der Mail ist es gut, dass man nur für den Aber wir, ich fühle mich minimal beseelt schon. Das hat schon gewirkt. Ich hatte vorher nach den ersten beiden Kirchen so ein bisschen eine Verspannung wegen der Kälte. Die ist vorbei. Ich brauche die Brille nicht mehr. Ich sehe alles. Tatsächlich. Geht es noch 5 Minuten weiter, aber spiele jetzt nicht. Und Lüger Kaktus war, er hat sich kaum hervorgehoben. Was muss ich dann machen? Hörst du besser? Ja, besser. Interessant, ich habe das jetzt simpel weggelassen. Also, spiel nochmal. Aufnahmeeffekt. Cut. Da tut es schon. Es hört sich so an, als ob schon jemand spielt. Zu, ja. Wir versuchen einen anderen Eingang zu finden. Folgen Sie uns unauffällig. Nicht öffentlich.
So, wir gehen jetzt ins Innere der Orgel, wo der Herr Penck aus unerfindlichen Gründen schon war, als die Tür sich öffnete. Wir werden zur Krönung unserer Orgeltour heute möglicherweise die legendären Turmbläser der Gießener Stadtkirche erleben. Die Tür des Turms steht offen. Wir erwarten mit Spannung, ob sich etwas tut. Sie sind sehr legendär. Etwas verspätet. Sie müssen erst der OB Elsa fragen. Oder vielleicht spielen sie doch nur am Wochenende. Oder am Samstag. Ich dachte jeden Mittwoch. Jetzt sind wir extra hergekommen. OB Elsa, was ist los? Eingespart. Hat man sie eingespart. Oder sie haben sich im Turm verlaufen. Und wir dürfen sie jetzt auf dem Turm ohne Geländer erwarten. Sie gingen nach gucken schon. Seit 1953 ist hier noch kein Mensch mit einer Videokamera auf diesem Platz gestanden und hat mittwochs um 12 Uhr die Kirche gefilmt. Vor allem ein Mensch mit Videokamera und Rucksack. Ich bin eine Kirche. Seit 1953 ist das nicht passiert. Wir sind gerade hier zum Moschee-Typen, die Kirche fotografiert. Die wollen sie gleich umbauen. Ach ja, der Akku ist eh leer. Das war's dann wohl. Ein Skandal. Das ist gleich wie vorher spielen. Ja. Oder da darf ich da mal schnell so. Die Pedale, da darf man nicht drauf besser. Gell? Da darf man nur. Ganz leicht. Okay, okay. Wir lernen ja dazu. Ah, guck mal, ich habe das noch nie gemacht. Ah, das stimmt, ja, das Holz, da könnte man echt mit Socken drauf. Da, der Herr Kubi hat entdeckt die Orgel für sich. Jetzt sind sie doch mit dem Herrn Bosch zu besorgen. Das weiß ich nicht. Also, Alter? Tja. Hoppala. Immer fällt alles um hier. Weiß ich nicht, also. Aber ich könnte fast schon. Frag da nicht so. Fast schon. Mhm. Vermuten, dass es hier auch wiederum Elfenbeine ist, oder? Sicherlich. Das sind schöne Tastenauflagen aus Elfenbein, oder? Könnte schon sein. Das könnte sein, ja. Das gefällt dir. Ja.